Ich erlebe Rauchen in meinem Alltag, wenn ich was meine Mutter fragen will, weil sie raucht dann auch in der Küche und das stinkt auch mega. Manchmal kann ich auch nicht so richtig atmen, dann gehe ich halt weg. Wie ist es denn in deinem Alltag so? Wirst du da irgendwo voll geraucht? Ja, von meiner Oma manchmal. Deine Oma, wo raucht denn deine Oma? Zu Hause. Öfters. Mit ihrer Nachbarin. Ah, bei euch zu Hause. Okay, und dann sagst du dann was? Warum nicht? Weiß ich nicht. Weil sie immer denn das Fenster aufmacht, also Balkon, dass ich auch ganz gut atmen kann. Ah, okay. Und stört dich der Rauch? Ja. Was stört dich daran? Also, dass es an meine Jacke denn verteilt ist und dass meine Mama es denn riecht. Und dass man daran krank werden kann. Was sagt denn deine Mama, wenn sie das riecht? Gar nichts, sie sagt bloß, das stinkt. Zu Hause, meine Mutter und mein Vater rauchen immer. Ich sage immer, dass sie aufhören, aber die hören nicht zu. Und was macht es mit dir? Wie fühlst du dich dabei? Eigentlich, wenn die immer rauchen, gehe ich zu einem anderen Raum und dann bleibe ich da, wenn die fertig sind mit Rauchen. Auf dem Nachhauseweg, wenn ich von der Schule zurückkomme, dann sehe ich so an also so an der Ecke, da sehe ich so manchmal Männer, die so die ganze Zeit so rauchen. Und ja, und dieses Geruch stört mich halt so. Ich sehe Rauchen fast überall. Auch bei dir zu Hause? Ja. Und wer raucht bei dir zu Hause? Mein Papa, also mein Vater. Wie viel raucht er? Nicht so viel. Geht er dafür raus oder bleibt er in der Wohnung? Nein, der geht raus, also im Balkon. Es ist sehr oft, dass ich in der Schule gehe, immer im Weg, da rauchen die und alles. Und das finde ich halt nicht so cool. Und zu Hause auch, aber nicht so oft. Und unten bei uns noch, da rauchen noch viele, immer wenn ich komme, so. Also unten, wenn ich zur Schule immer gehe, unten vor unserer Haustür, raucht jemand immer. Und wenn ich zur Schule gehe, dann rauchen da auch manchmal Leute noch. Es stinkt. Es fühlt sich einfach nicht schön an, so für einen Mensch, der nicht raucht und so. Das ist einfach nicht schön. Und wie sieht es in deinem Leben so aus? Wo stört dich Rauchen oder Tabak? Überall. Also, wenn zum Beispiel jetzt ich bin so draußen und die Menschen laufen und die rauchen mit einer Zigarette, das stört dein Körper, also will es irgendwie nicht. Ich erlebe Rauchen in meinem Alltag. Wenn ich mit manchen Leuten spreche, die rauchen, dann stört es mich auch, weil man riecht es auch. Und was sind das so für Leute, mit denen du da sprichst? Zum Beispiel letztens, also manchmal mit Lehrern auch. Also zum Beispiel letztens mit Frau, sie raucht auch und das habe ich dann auch gerochen. Also nicht so lecker, also es riecht nicht gut und ja, und ich will es auch nicht mehr riechen. Halt, es riecht nicht so, als ob ich die ganze Zeit riechen könnte. So, also auch etwas komisch. Was macht das so mit dir? Wie fühlt sich das an, wenn du das riechst? Eklig fühlt sich's an. Also es macht süchtig. Also wenn du rauchst, kriegst du automatisch, also sage ich, du stirbst früher, sage ich jetzt mal so, viel früher als sonst. Und du bist einfach schwacher, du hast kein. Viele Sachen sind es. Dass man schlimm ist und das kann sich töten. Du kannst sterben, richtig schnell. Und wer raucht bei dir zu Hause? Mein Papa, also mein Vater. Stört dich das? Also, dass er raucht? Ja, das finde ich scheiße. Und hast du mit ihm darüber schon mal geredet? Nein. Hast du deiner Mutter schon mal gesagt, dass dich das stört? Nein, noch nie. Warum nicht? Ich weiß selber nicht. Würdest du dir wünschen, dass sie aufhört? Ja. Wie könnte man ihr denn dabei helfen? Hast du dazu eine Idee? Ich hätte das vielleicht immer versteckt. Und
wenn sie es immer neu kauft, dann immer so weiter. Oder ich hätte sie das einfach gesagt. Hast du Freunde oder Verwandte, die rauchen? Ja. Und wer denn bei dir so? Meine Mutter und mein Vater. Und hast du schon mal versucht, die zu überreden, dass sie es lassen? Nein. Warum nicht? Pff, keine Ahnung. Aber du fändest es schon besser, wenn sie es lassen würden? Ja. Ich wünsche mir, dass sie nicht mehr so viel rauchen. Meine Mutter raucht, schickt sie mich immer im Spätkauf, damit ich Zigaretten kaufen kann. Und ich sage halt nein und so. Und gestern habe ich auch zum Beispiel Zigaretten von meiner Mama geklaut, weil ich wollte halt, dass sie nicht mehr raucht, weil es halt sehr ungesund ist. Und Leute können halt sehr schnell sterben davon. Rauchen hängt mit Bildung zusammen, weil wenn man halt Tabak anbaut, da werden dann später auch die Zigaretten gemacht, dann auch meine Kinder müssen arbeiten auch da und dann haben sie halt keine Zeit, weil das halt zur Schule zu gehen oder manche haben auch kein Geld und ja, weil das ist auch viel Arbeit. Auf einem Plakat steht, Kinder haben ein Recht auf Schutz vor Ausbeutung. Ja. Warum habt ihr das da hingeschrieben? Kannst du dazu noch was sagen? Weil die Kinder, die ja für Tabak arbeiten, die kriegen auch nur wenig Geld dafür, dass die arbeiten. Und es ist giftig auch für die, wenn die es anbauen. Was würdest du lieber haben für die Kinder statt Tabak? Dass du das einfach bestimmen könntest? So? Dass die in die Schule gehen können, wie wir, und mehr Freizeit haben und nicht den ganzen Tag arbeiten müssen für Tabak. Und wenn du jetzt Bundeskanzler wärst oder Politiker und Gesetze machen könntest, was für Gesetze könnten deinen Eltern helfen, nicht mehr zu rauchen? Ich würde einfach sie sagen und sie ein paar Videos anschauen, dass sie aufhören, dass es schlimm ist und so. Wenn ich die Königin von Deutschland wäre, würde ich denen das Tabak wegnehmen und danach wegschmeißen und alles. Wenn ich Politiker wäre, dann würde ich auch das verboten, dass man Zigaretten verkauft, dass man Zigaretten anbaut. Dass man, würde dann auch sagen, dass es keine Fabriken mehr gibt, anstatt Zigarettenfabriken Möbelfabriken sein soll. Vor allem Möbel ist besser als Zigaretten zu rauchen. Wir nicht mehr wollen, dass es geraucht wird. Weil es stört. Wenn ich Chefpolitiker wäre, ich hätte das alles weggeschmissen dann, also dass es nicht mehr verkauft wird. Mhm. Und weil das finde ich nicht gut, ist auch nicht gut für Kinder. Wir fordern, dass Tabak mal verboten wird. Wenn ich Bestimmerin wäre, ich hätte das Tabak genommen, hätte es zerquetscht, in einer Mülltonne reingesteckt und nie wieder mehr rausgeholt. Und was würdest du machen mit den ganzen Zigaretten, die es schon gibt? Also was würdest du politisch machen als Gesetz? Also ich hätte Dings da erstmal verteilt, dass Tabak jetzt ab sofort verboten wird und naja, entsorgt werden muss. Und wer es jetzt hat, illegal jetzt, hier in Deutschland, der geht ins Gefängnis, dann ist es halt, ich habe es da bestimmt. Also ich wünsche mir, dass die Politiker halt die Zigaretten von Deutschland zum Beispiel auch wegmachen oder generell von Ländern halt komplett halt wegmachen und nicht mehr verkauft werden soll. Und wenn du jetzt Bundeskanzler wärst, was würdest du machen mit den Zigaretten und dem Rauchen? Eigentlich aufhören mit Zigaretten, also. Wie aufhören? Also sagen, dass es keinen Rauch mehr gibt. Mhm. Und dass Zigaretten verboten werden sollen. Was könnte es für Gesetze geben, damit Leute weniger rauchen? Viel teurer stellen, also mehr des Preises höher stellen oder irgendwie gar nicht mehr das verkaufen oder so. Oder das einfach gesperrt wird oder irgendwie so. Ja. Was könnte es vielleicht noch geben, was deinen Eltern helfen könnte, aufzuhören?
Hast du da eine Idee? Hörerpreis, viel Hörerpreis.